So Leute, willkommen zurück. Diesmal tun wir jetzt uns die Einladung von diesem Crispin holen aus dem Club, der nicht existiert und so weiter und so fort. Auf geht's, würde ich da sagen, ne? So. Ja, ich weiß, aber das hat eine andere Farbe. Das liegt dran, weil ich aus Versehen das Spiel beendet habe, wo ich es eigentlich nicht wollte. Deshalb musste ich ab dem einen Punkt die Mission nochmal machen. Hab dann natürlich glücklicherweise genau denselben Punkt gefunden, um hinzufahren nach der Flucht. Und kann jetzt von da aus natürlich weitermachen und alles wie gehabt, nur dass das Auto halt eine andere Farbe hat. Also das sollte ja hoffentlich nicht zerstören. Erreichen, alles klar. Gut, ich bin verkleidet für den Monsterball. Kontrolle behalten, so wenig wie möglich sagen. Wenn Crispin wirklich so kaputt ist, errege ich Aufmerksamkeit. Nur die Auktionseinladung finden und dann weg. Ja, geht's da runter? Oh mein Gott, würde ich sagen, packen wir das Handy weg, hä? Wir wollen ja nicht Aufmerksamkeit erregen. Das Puppy Special. Sehr gut, Mr. Crispin. Ein besonderes Gericht extra für Sie zubereitet. Wir passen schon auf Ihre Waffen auf. Ja, was ist mit dem Sturmgewehr? Und dem Scharfschützengewehr? Mr. Crispin, hier entlang, bitte. Wo sind die zugeteilten Wachen, Sir? Wir waren zu langsam. Folgen Sie dem Wirt. Ja, wird. Laufen, nicht lecken. So. Mr. Quinn wollte sicher gehen, dass Sie sich wohlfühlen. In seinem Namen bieten wir Ihnen eine Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Okay, bin ich mal gespannt. Also du bist die Aufmerksamkeit, hm? Na, immer diese Handys. Wie heißt du? Poppy? Ich weiß, wer du bist. Was du mit Mädchen machst. Okay. Nein, es ist nicht. Ist okay. Ich gehe. Ach so. Mr. Crispin, alles zu Ihrer Zufriedenheit? Noch eine Störung und Sie sind dran. Ich werde dir nicht wehtun. Komm einfach mit mir. Ich helfe dir. Nein! Die finden mich. Sie sagten, du bist ein Monster. Bist nicht Crispin. Oder? Mein Name ist Pierce. Das ist schade, ich wollte eigentlich, würde sie gerne retten, aber na gut. Darf ich wenigstens ein paar Fetischarsche verdreschen oder so? Ein bisschen draufschlagen. Alter, was geht denn mit meinem Handy im Hintergrund ab? Ja, ich schalte gleich auf Flugmodus, es geht mir langsam auf die Eier. Hoffentlich beehren Sie uns bald wieder. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Tu mir einen Gefallen. Ich muss Poppy aus dem Laden raussuchen. Ruf den Club an, gib dich als Crispins Assistentin aus. Sag, dass ich wünsche, dass mir Poppy bei der Auktion geliefert wird.
Ja, okay. Sie wird da sein. Das regel ich. Vielleicht musste Crispin sterben, aber wenigstens retten wir das Mädchen. Das ist gut, oder? Ich weiß nicht, ob die Rechnung aufgeht, aber wir holen sie da raus. So. Ist klar, Mission beendet. Jetzt muss ich zur Auktion. Das wäre ganz cool. Alles klar. Wo ist die Auktion? Wo tun die eine Auktion abhalten? Wo ist... Ach so. Ja. Klar. Kann ich ja Schnellreise hinmachen. Verdammt. Alter. Na gut, aber das scheint noch zu gehen eigentlich. Ja, mit dem Auto geht das bestimmt besser. Vor allem frage ich mich, wo das Auto eigentlich mal herkommt. Sag mal auf dem Weg hier. Grün. Linksabbieger müssen warten. Menschenskind. So. Aufgrund fehlerhafter Ampelanlagen, die Schuld an einer Reihe von Unfällen sein sollen, wurde nun eine Untersuchung eingeleitet. Die Polizei ich hab doch schon ewig keine Ampel mehr umgeschaltet. Euren Autos verschrotten. So. Jawohl, eine Karambolade. Das ohne, dass ich die Ampel umgestellt habe. Zu bremsen, du fahrst gefälligst hin. Ich muss immer Feuer unterm Arsch machen. Komm! Den Weg. Ich merke gerade, die Strecke bin ich schon mal gefahren. Halt natürlich nicht an das Ziel, das ist natürlich wirklich. Glaube ich mal. Ne, noch so eine enge Brücke. Au. Fahr schon. Scheiße, das ist eine Versicherung. So. Yeah. Schöner Drift hingelegt. Das sind ein Haufen Poller. Die kann ich schon später alle benutzen, wenn ich auf der Flucht bin oder so. Quinns Auktion. Irak ist irgendwo da drin. Die Security ist streng und die Geschichte von dem Autohändler wird sicher bald berichtet werden. Irak finden, seine Marke scannen und nichts wie raus da. Ja. Klingt leicht genug. Irgendwas sagt mir, dass es nicht so einfach wird. Ach was. Ihr wisst doch alle, bei mir ist immer alles einfach. Manchmal. Ab und zu. Sorry, Mr. Crispin. Wir brauchen Ihre Waffe. Ach, jo. Ich will nicht unhöflich sein. Kein Kratzer. Mr. Quinn sagte, Sie würden gern die Ware begutachten. Ich weiß gern, für was ich bezahle. Okay. Ich bat darum, meine Ware hierher zu senden. Wo finde ich Poppy? Mr. Quinn weiß von Ihrem Wunsch. Keine Sorge. Sie ist hier. Ich mach sie mit Mr. Quinns Regeln vertraut.
Alle Zahlungen müssen über ein sicheres Konto oder Cash erfolgen. Wenn Sie eins der Mädchen testen möchten, bevor die Auktion beginnt, kostet das eine kleine Gebühr. Das gilt nicht für die Premium Girls. Das würde ihren Wert verringern, wenn Sie verstehen. Ja, ich verstehe. Ach so. Pass auf, dass alles ruhig bleibt, sonst können wir leider nicht verhindern, dass die anderen Kollegen euch ruhig stellen. Unsere Kunden sind ruhig. Ja, ja, überweis einfach die Kohle, ja? So nah bei diesen Gangbängern bekomme ich nur Herpes. Bin schon. Der Boss ist bald mit denen fertig. Oh Mann. Hey, ich sag dir mal was. Ich werde dir für sicher nicht den Kopf hinhalten, wenn irgendwas davon durchsickert. Also sollte heute Nacht besser nichts schief laufen. Ist das ein Assi-Laden hier? Das ist Mr. Crisp. Ich bringe ihn jetzt zu Mr. Quinn. Die schicken nicht die ganze Ware auf einmal auf die Bühne. Ein paar werden nur privat vorgeführt. Wir sind alle mit einer Nummer versehen. Ist effizienter so. Manche Gäste schauen lieber auf die Monitore. Sie wollen lieber die Bühne sehen, hieß es. Wie hätte ich mich denn sonst davon überzeugen sollen, dass eure Ware gut ist? Okay. Macht Platz! Mr. Quinn wartet. Mr. Quinn ist da oben bei IREC. Dreh noch eine Runde. Jungs sind tot. Über Funk ist das auch ruhig. Er will einen Doppelcheck. Trotzdem die Augen offen. Von jedem. Und wenn es absolut sein muss, triple checken wir die Penner. Letzte Chance. Letzte Chance. Mal schauen. Ah, ich bin noch keinen Arsch. Vorzeit. So. Bei allem Respekt. Ihre Männer sind tot. Das ist viel zu riskant. Extra Security reicht nicht. Wir hätten absagen sollen. Riskant ist, vor anderen eine Schwäche zu zeigen. Oje. Ganz ruhig. Tun Sie, was sein muss. Nur ziehen Sie keine Show ab. Die Männer sind überfordert. Ihre Männer sind ersetzbar, Mr. Irak. Das Geschäft muss laufen. Inzwischen finden Sie den Mörder. Das ist alles. Mr. Crispin. Entschuldigen Sie mich. Natürlich. Unser Ehrengast ist da. Mr. Quinn, leider kann ich nicht bleiben. Genießen Sie das Schauspiel? Welches? Das da unten oder das hier oben? Ah, mein Partner Mr. Irak. Ein loyaler Soldat. Aber noch jung. Ja, jung ist er. Was sehen Sie, wenn Sie da runter? Im Vergleich zu dir, alter Sack, ist er definitiv jung. Ich sehe, wie jemand seine Macht spielen lässt. Mr. Irak sieht eine Auktion. Er sieht nur Profit. Die Erfahrung lehrte mich, mich nicht manipulieren zu lassen. Nicht nachzugeben. Sie haben gar keinen Akzent, Mr. Crispin. Ich musste im Leben vieles lernen, um es so weit zu bringen. Was der wohl auf seinem Handy stehen hatte? Nichts mit Glück zu tun. Nichts Gutes, glaube ich. Mr. Crispin. Die trauen dir nicht. Ich weiß, wir gehen. Komm her. Näher. Das Tattoo. Ist ein Peilsender unter meiner Haut. Ist ein kaltes, effizientes Business. Ich kann das Signal stören. Das war's? Ja. Ich hörte, wie die kennen Sie also, entkommen Sie ungesehen. Sie wissen, dass was nicht stimmt. Du musst jetzt hier raus. Durch den Keller. Komm mit mir. Nein, ich verlasse meine Freunde nicht. Okay. Okay, Tarn aufgeflogen. Und das nenne ich nämlich dann eine sehr schlechte Sache.
Ich habe mich halt zu sehr auf das Gespräch mit dieser netten Frau mit den wenigen Haaren konzentriert. Das nächste Mal werde ich jetzt ein bisschen mehr Stoff geben und herauskommen, aber das würde ich sagen, sehen wir erst in der nächsten Folge. Deswegen sage ich einfach nur, macht's gut, haut rein.